Oh, hallo ihr Lieben. Ja, der Hintergrund, ich bin hier am wunderschönen, wo, jetzt sieht man es, Lago di Como. Und ich stehe hier unter der Heckklappe von meinem California und möchte mit euch einige Sachen aufdecken. Zig Missverständnisse in Bezug auf Manifestation und in Bezug auf Manifestations-Lifestyle. Ich kriege immer wieder Feedbacks und ich bin mega froh drum, die mir dann wieder helfen, weitere Klarheit in Manifestation als das, was wir sind, hineinzubringen. Wir sind eine Manifestation einer göttlichen Idee. Und das ist nun mal so. Und bevor wir das nicht anerkennen, wahrnehmen, verstehen, was es heißt, eine Manifestation einer göttlichen Idee zu sein, werden wir uns weiterhin die Zähne ausbeißen und uns immer wieder Fragen stellen, warum ist mein Leben noch nicht ideal? Warum fehlen mir noch Dinge in meinem Leben, die ich da noch rein manifestieren muss? Und daran erkennst du schon, das, was ich immer sage, der Mindset, der aus dem Mangel kommt, der aus dem Human Design kommt, diese Ansichten, Gesetz der Ansichten, Gesetz der Annahme, diese Ansichten aus dem Platz des Mangels sind einer der größten Blockaden, Verhinderer oder sogar Fehlmanifestierer. Weil ich manifestiere die ganze Zeit. Ich bin ein Manifest. Ich bin das Manifest. Ich, all das, was ich sehe, all das, was ich wahrnehme, all das bin ich. Mein Manifest. All das ist das, was ich manifestiert habe. Und wenn ich nicht erkenne, dass es in mir entsteht, alles durch meine Annahmen, durch meine Ansichten, dann werde ich immer wieder suchen, fragen, verstehen wollen, wieso, weshalb, warum. Ich kann es nicht oft genug betonen. Sobald du dir Fragen stellst, warum geht es nicht? Warum ist es noch nicht da? Warum habe ich es noch nicht? Weißt du, dass du aus dem Zustand des nicht erfüllten Wunsches wirkst, manifestierst? Es ist so, so, so essentiell, diese Foundation, dieses Verständnis unwiderruflich für sich zu haben, wie es funktioniert, dass die Dinge aus mir heraus entstehen, damit ich es umsetzen kann. Und nochmal, solange du jemand bist, der Fragen hat, solange du jemand bist, der mehr wissen muss, der mehr lernen muss, bist du jemand im Mangel. Aber wie kommst du aus diesem Mangel heraus, indem du erkennst, dass du jemand bist, der noch tiefer in sein wahrhaftiges Sein eintreten darf, jeden Moment. Und wenn du das machst und wenn du das bist, dann hast du ganz andere Gedanken als diese Gedanken, die du dir immer wieder stellst. Und ich finde es so fantastisch. Ich habe einen Post gemacht auf Facebook und ich möchte mit dir kurz da reingehen und diese Missverständnisse, die aus diesem Post wieder zurückkommen zu mir, aufdecken. Also, mein Post war:
Ich lese viele Coaches, die lehren, wie manifestieren geht. Warum sehe ich dann immer wieder deren Kommentare in Gruppen, wo sie lernen, Geld und Kunden zu bekommen? Das war natürlich eine Triggerfrage, um herauszusehen, ja, warum macht ihr das denn? Was ist denn der Hintergedanke? Wo glaubt ihr, manifestieren lernen zu können? Wie glaubst du, manifestieren, besser manifestieren zu können? Worum geht's? Was glaubst du? Und das sind diese großen Missverständnisse. Eine sagt, warum bist du dann genauso in diesen selben Gruppen? Weil ich genau verstehen möchte, was dann noch in dem Ego-Mind, in dem von uns programmierten, sozialisierten Verstand, mit dem wir alle aufwachsen, so resistent vorhanden ist, dass Menschen immer wieder versuchen, besser zu werden, versuchen, mehr zu lernen. Wenn du einmal das Prinzip der Manifestation der Schöpfung unseres Lebens verstanden hast, ein einziges grundlegendes Prinzip, musst du nichts mehr lernen. Es ist das einzige Prinzip, dass du verstehen musst, dass du alles bist, dass du eine göttliche Idee bist, dass dein Lebenssinn, dein Lebenszweck nur dem dient, zu verstehen, wie du denken, fühlen, handelst, wenn du weißt, ich bin eine göttliche Idee, wenn du weißt, ich bin perfekt, wenn du weißt, ich muss nichts mehr lernen dazu, ich muss nur noch umsetzen, ich muss nur noch umsetzen, ich muss nur noch umsetzen. Und das ist genau das, was die Leute in eine Endlosspule bringt von mehr lernen, mehr wissen, mehr mit dem Kopf, aber nicht verkörpern, nicht umsetzen. Immer wieder Zweifel haben, immer wieder Mangelgedanken, immer wieder glauben, ich habe es nicht, ich kann es nicht, ich mache womöglich etwas falsch. Und deswegen, darum geht es nicht, suche dir, nachdem du verstanden hast, wie Manifestation geht, verstehe es richtig, 100%. Und darum geht es auch hier wieder. Geh nicht schauen, wie es andere machen, sondern verstehe, geh schauen, das Prinzip zu verstehen und finde deinen eigenen Weg. Jedes Mal, wenn du schauen gehst, wie es andere machen, und glaube mir, ich habe Jahre um Jahre vergeudet, weil mein analytischer, so super ausgeprägter und trainierter Verstand immer wieder schauen wollte, wie machen es andere? Und erst als ich begriffen habe, verstehe zutiefst, ohne Zweifel, das Prinzip dahinter und finde für dich diesen Weg, wie du es machst. Und ich kann dir nur sagen, jeden Moment, wo du wissen willst, wie es andere machen, wo du wissen willst, wie es andere gemacht haben, kommst du in diesen Mangelzustand, weil du glaubst, du kannst es nicht. Du bist noch nicht gut genug, du machst noch etwas falsch. Und das ist das größte Missverständnis, das in unserem menschlichen Kopf herrscht, dass wir glauben, etwas ist falsch, etwas ist noch nicht da. Weil der Zustand im erfüllten Wunsch denkt so nicht. Wenn ich in meinem erfüllten Wunsch bin, in meinem Divine Design, in meinem generell 100% erfüllten Zustand, habe ich nicht solche Gedanken. Und da kommen wieder diese Sachen. Also ich lerne immer gerne dazu. Du musst dich trainieren. Du musst nicht von anderen dazu lernen. Das Einzige, was du von anderen lernen kannst, ist das Prinzip. Und ich habe wenige in Deutschland noch keinen einzigen Coach auf deutscher Sprache gefunden, der das Prinzip wirklich 100% verstanden hat. Was es heißt, als Schöpfer über diese Erde zu gehen. Ohne eine Einschränkung, ohne eine Bedingung. In voller Kraft und Power
meine Vorstellungen aus göttlicher, höchster Perfektion zu realisieren. Und realisieren heißt denken und fühlen und mich in den Zustand des erfüllten Wunsches zu bringen und zu halten. Das ist es. Dann, die nächste hat geschrieben, weil sie vielleicht ihrem Impuls gefolgt sind, manifestierender Lifestyle heißt für mich auch so wenig Bewertung wie möglich gegenüber anderen. Großes Missverständnis, vor allem in der German-speaking Community in Deutschland, in der harten Welt, in der harten Welt der Illusion da draußen, der Manifestation. Wenig Bewertung gegenüber anderen. Everyone is you pushed out. Jeder ist das, was du glaubst, was diese Person ist. Punkt, Ende, aus, Amen. Eigener freier Willen ist nur bei dir, in deiner Welt, in deiner Ansicht. Und wenn du glaubst, dass Menschen eingeschränkt sind, dass Menschen Probleme haben, dass Menschen irgendetwas nicht können, nicht lernen können, nicht wollen können, dir nicht geben wollen, dann ist es deine Manifestation. Dann ist es deine Ansicht. Und du kannst versuchen, so wenig wie möglich zu bewerten. Aber es geht darum, aus dem göttlichen Design, aus dem Divine Design, die Welt zu bewerten. Die Welt zu sehen, das ist das Gleiche. Sehen oder bewerten, Ansichten haben, Annahmen haben. Das sind alles Bewertungen. Und Bewertungen kreieren. Weil du sagst, wie, wo, was ist als Master Manifester. Und das ist auch wieder eine große Farce, wo man sagt, versuche nicht zu bewerten, bewerte nicht. Da kommst du nicht aus dem Nichts heraus ohne Bewertung. Deine Bewertung ist dein maximales Manifestationstool. Und die ganze Society und Community und Coaching-Industry, die alle sagen, bewerte nicht, nimmt dir deine Manifestationspower. Weil deine Bewertung kreiert Realität. Deine Bewertung über dich und über die Welt da draußen shiftet dich in deine Wunschrealität. Weil alle Realitäten sind gleichzeitig zur Verfügung. Nur kommt es drauf an, wo siehst du dich? Wo bewertest du dich rein? Als wer bewertest du dich? Bewertest du dich aus dem göttlichen Design oder eben aus dem menschlichen Design? Das ist so wichtig zu verstehen. Und immer wieder, wenn du dran kommst, an einen Punkt, wo du sagst, ich verstehe das nicht, wo du sagst, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, das ist genau der Punkt, wo du irgend so einer mehr, irgend so einem Fehler wieder aufgesessen bist, irgendwo wieder so ein Missverständnis, das weitergetragen worden ist von Menschen immer wieder, die nicht verstanden haben, worum es geht bei Manifestation, die Prinzipien der Manifestation nicht verstanden haben. Verstehen, Nummer 1, 100%. Ohne Ausnahmen, Manifestation, Kreation, Schöpfung hat keine Ausnahme. Es ist ein Prinzip, das funktioniert immer zu 100%ig. 100%ig. Ob du es bewusst einsetzt oder nicht. Magnetismus funktioniert 100%ig. Ob ein Eisen ein Metall magnetisch ist, hängt nur daran, wie die einzelnen subatomischen Bestandteile zusammengesetzt sind. Und genau darum geht es. Für was du magnetisch bist, respektive in welche Realität du dich shiftest, weil es ist auch hier nur eine Frage der Perspektive, ob ich eine Realität anziehe, weil ich
in dieser Realität schon bin und die Bestandteile von mir in dieser entsprechenden Realität angezogen werden, Gesetz der Anziehung, oder ob ich sehe, ich selber begebe mich in eine andere Realität, was dann zur Folge hat, dass ich ein anderes Denken, ein anderes Fühlen, andere Ansichten, andere Bewertungen habe. Verstehst du? Bewertungen ist so ein wichtiger Punkt. Bringt mich zu einem nächsten Video, wo ich tiefer in Bewertungen eingehen werde. Bleib hier, schau meine Videos an, reflektiere, ob du das Prinzip der Manifestation hundertprozentig schon verstanden hast. Wenn nicht, geh zurück. Hole dir diese Foundation, aus der du heraus lebst. Es ist so, so wichtig. Angebot, das ich machen kann, ist das Portal. Genau da gehen wir so, so, so tief nochmal in dieses wahrhaftige Wissen ein. Nicht in irgendein bla 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 dahergeworfene Anweisungen, mit denen du nichts anfangen kannst, sondern Foundation, wie Manifestation funktioniert und wie sie von dir individuell so ausgeführt wird, dass im Außen sich die Dinge zeigen, die du haben möchtest. Es ist eigentlich zu simpel für unseren logischen, analytischen Verstand. Wir starten mit das Portal am Sonntag für 2 Monate. Es wird ein Trainings-Bootcamp, wo ich ganz, ganz tief mit dir in die Umsetzung reingehe, weil ich selber aus mir selber, weil ich war immer so ein oberflächlicher Umsetzer. Und dann verliere ich Zeit. Ja, wenn ich es nicht bin, ich manifestiere immer das, was ich bin. Und in dem Moment, wo ich nicht 100% umsetze, manifestiere ich eben nicht 100% von dem, was ich will. Und wenn du 100% von dem, was du möchtest, jetzt manifestieren willst und dann tritt ein in dieses Bootcamp von das Portal, buche auf meine Homepage mywellfeeling.com. Wenn du Fragen hast, stelle sie mir per E-Mail oder buche noch ein 20-minütiges Klarheitsgespräch. Es gibt noch Termine bis am Sonntag. Dieses Klarheitsgespräch kriegst du angerechnet, wenn du sagst, oh mein Gott, jetzt ist mir klar, was ich noch tun muss, dass ich in ein Bootcamp muss, dass ich wirklich so, so, so unwiderruflich an mir, an meinem Selbstkonzept arbeiten muss, damit sich endlich dieser große, große Shift, ich meine, wir reden hier von großen Shifts, nicht von ein bisschen her manifestieren, sondern großer Shift. Und das ist möglich. Wir leben in einem Quantenuniversum. Wir sind Energie. Energie kann sekündlich, augenblicklich shiften. Nur wir müssen das auch begreifen und wissen, wie wir shiften. Alles ist nur Bewusstsein. Es gibt nichts anderes auf dieser Welt. Werde das Bewusstsein deiner Wünsche und der Träume. Komm in das Portal. Erkenne, wer du bist, wie powerful du bist und wo deine Sachen sind. Also, wir sehen uns ganz, ganz bald. Ich freue mich, wenn du mitmachst in diesem Das Portal Bootcamp. Es wird dein Leben verändern. Glaube mir. Bis dann.